Tempus Fugit. Ja, ja, der Micha von der ProSieben IT. Vielen herzlichen Dank für diese Spielevorstellung. Tempus Fugit übersetzt bedeutet, dass die Zeit vergeht. Und es geht logischerweise in diesem Spiel um Zeit. Und zwar enthält dieser Buzzer ein 15-minütiges Zeitkontingent, das in Echtzeit abläuft, wenn ihr den Buzzer gedrückt haltet. Abläuft? Abläuft. Vielen herzlichen Dank, dass du mich da... Hat sich direkt am Anfang vermoderiert. Vermoderiert. Das kann ja ein richtiger Scheißabend werden. Ihr drückt den Buzzer und dieses 15-minütige Zeitkontingent läuft ab in Echtzeit. Ja. Lasst ihr den Buzzer aber los, läuft diese Zeit dreimal so schnell ab. Und in diesen 15 Minuten müsst ihr 8 Aufgaben, die hier aufgebaut sind, alle lösen. Wie ihr das macht, ist egal. Als kleiner Tipp ist immer gut, wenn jemand zwischendurch den Buzzer gedrückt hält. Ja, klar. Ja, wir können sie auch zwischendurch. Nein, nein, das es Ding ist nicht manchmal, einmal loslassen manchmal, und dann ist vorbei, sondern wir können zwischendurch auch. Manchmal brauchst du halt für bestimmte Aufgaben brauchst du 2 Leute. Ne, es gibt bestimmte Aufgaben, die gehen halt alleine, andere gehen zu zweit. Dann müssen wir uns das so gut überlegen, wann wir das wie wo machen. Und jetzt siehst du so richtig, wie so dieses kleine F in seinem Kopf diese 2 Schellen wieder zur Seite legt. So. Und jetzt kurz gehört. Soll ich nur Klaas die Aufgaben erzählen oder dir jetzt auch? Jetzt hör doch mal auf, ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben. Letzte Woche habe ich wirklich jede Regel bis zum Schluss zugehört. Und ich bin jetzt einfach verwöhnt vom Erfolg der letzten Woche und werde etwas, wie nennt man das? Übermütig. Übermütig. Ist auch okay, ist ja gut, also mit so einer Motivation einzustarten. An diesem Fitnessgerät ist irgendwo eine Rechenaufgabe versteckt, die ihr lösen müsst. Und mit der Lösung könnt ihr unser ProSieben iPad entsperren. Dann ist die Aufgabe gelöst, wenn ihr es entsperrt habt. Ist ja klar. Also komm mal zwischen diesen... Komm mal mit. 100%, ja. Weitergehen. Zweite Aufgabe ist, diese Tür einzuhängen und zu schließen. Kann ich alleine. Kann ich auch alleine. Super. Aufgabe Nummer 3 ist, da oben liegt etwas Süßes auf der Mauer. Das müsst ihr da runterholen und essen. Ach so, ach, Räuber leider. Weiter geht's. Ihr sollt ein Selfie von euch beiden machen. Ja. Alle 10 Sekunden... löst der Blitz aus und es wird ein Foto gemacht. Alle 10 Sekunden Blitz aus und ein Foto. Ihr müsst beide drauf zu sehen sein. Wir zeigen euch mal den Blitz. Nicht direkt reingucken. Ich heb dich hoch. Okay. Boah, ist das schwer. Ich bin überhaupt nicht schwer, Arschloch. Arschloch. Gut. Irgendwo auf diesem Heliumballon gibt es eine markierte Stelle und da sollt ihr bitte diesen Schnurrbart ankleben. Okay, kein Problem. Ja? Weiter geht's. Kommt mit. Ja, wir gehen den langen Weg. Auf diesem Klavier müssen all diese Tasten zur gleichen Zeit gedrückt werden, damit ein C-Moll 13 Major 7 Akkord erklingt. Na, nichts anfangen. Ich mache da nur so Trockenübungen. Ja, gut. Also, den Sound möchte ich einmal hören. Mhm. Dann muss diese Platte von diesem Punkt A zu dem Punkt B dort hinten gebracht werden und abgelegt werden, ohne dass die Bälle runterfallen. Schieben dürft ihr die Platte nicht. Tragen. Genau. Okay. Und dann haben wir noch eine Aufgabe aufgebaut und die ist hier hinten. Kommt mal mit. Und zwar... Wie viel habt ihr noch? 10, 11? Oder? Nein, 8 insgesamt. Dieser Anhänger muss auf die Anhängerkupplung dieses Wagens. Aha, okay. Gut, komm hast mit. Hast das schon mal gemacht? Sowas? Und wie viel müssen wir machen? Alle Aufgaben. Alle? Alle, ja, das habe ich ja gesagt. Ich frage doch nur noch mal zur Sicherheit. Kann ja sein, dass sich da in der Zwischenzeit was geändert hat? In der Zwischenzeit du hast, von Aufgabe 1 ist Aufgabe 8. Du hast so lange moderiert, dass ich gedacht habe, dass ich vielleicht die Regeln in dieser Zeitspanne schon hätten wieder verändern können. So, also so. Hand an den Buzzer, drücken gleich. Und dann laufen die 15 Minuten. Ja, mach es bitte jetzt. Wir besprechen uns. Nein. Guck mal. Sonst läuft die Zeit automatisch los. Oh, dann drück doch drauf. Ich heb das jetzt hoch und du musst immer... Nee, warte mal, ich probier's mal alleine erstmal. Also, hier ist nichts. Aber kannst du da irgendwo erahnen, wo es sein könnte? Ja, ich kann nichts erahnen. Ich glaube, das ist irgendwo dazwischen. Müsste das ja sein. Weißt du? Da muss ja irgendwo hier diese Rechenaufgabe sein. Und die kannst du dann ausrechnen. Oder hängt das da drunter? Oh, nee. Egal, ich mach einfach weiter nach oben. Ich hab Zeit. Scheiße, wo habe ich angefangen, falls ich dann nachher... Erinnerst du dich noch an die Ausgangsposition? Nee. Okay. Gut, ne? Aber die irgendwie wissen so ja, 50. Oder die irgendwie. Wissen ja, dass wir gar nicht so stark sind. Ja, aber denk mal stärker. Hä? Ich gebe euch keine Tipps, aber denk mal wieder. Okay. Und vielleicht. Hey, ist wirklich richtig. Warte mal. So. Richtig stressig heute schon. Ich weiß nicht, wo ich genau. Aber ihr habt schon eine Minute jetzt von der Zeit. Ja, runter, ne? Warte mal, hier ist was.
Komm mal her. Nee, Steven ist doch da. Ja, du musst lesen. Lies die Aufgabe. Andere Seite, Mann. Die Zeit läuft jetzt dreimal so schnell ab. Addiert das Geburtsjahr von Joko mit dem heutigen Jahr und zieht vom Ergebnis die Anzahl der Adjektive in dieser Aufgabenstellung ab. Oh, leck mich. 13 Minuten noch. Addiert was? Das Geburtsjahr von Joko. Du warst 1979 plus 2022 sind 2020 sind 3020 sind 3922 plus 79. Oh Gott. Was? 3992 plus 9 sind 4007. 2007. Wie viele Adjektive sind jetzt da drin? Ich habe keine Ahnung. Ja, kannst du den Satz nochmal lesen, bitte? Ich habe den... Addiert das Geburtsjahr von Joko mit dem heutigen Jahr und zieht vom Ergebnis die Anzahl der Adjektive in dieser Aufgabenstellung ab. Ja, gibt's... Denk dir an, die Zeit läuft gerade wieder schnell. Was? Rückwärts. Es gibt... Was hast du gerade gesagt? Was tippst du denn ein? Habe ich das eben richtig gesagt? Passwort falsch. Hä? Was machst du denn da? Peter, was habe ich denn eben gesagt? Die Zeit läuft, 100. Also 10 Minuten noch. Was? Warte mal, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was ist los? Das ist ja gut. Das ist ja die perfekte Größe. Was habe ich denn eben gerechnet? Wir müssen jetzt einfach noch kurz die Rechnung aufstellen. Aber da ist da überhaupt ein Adjektiv drin? Ein Adjektiv ist ein Wie-Wort, ne? Ihr seid bei unter 10 Minuten, Jungs. Ja, aber da ist kein. Da ist keins. Nee. Aber dann war meine Rechnung falsch. Ja, warte mal. Also 1979 plus. Diggi. Lass doch mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz leise Kopf rechnen. Wenn ich laut rechne, geht's nicht. Willst du jetzt rechnen? 4001, machen wir 4001? Was? 4001. Richtig! So. So, weiter geht's. Ah! Nicht den Buzzer loslassen. Da hast du dich schon wieder so gefreut. Das ist ein paar Mal schon passiert in dieser Show. Gut, Aufgabe geschafft. 2. Hilf mir mal hoch. Du musst mir Räuberleiter machen. Nein, du musst mir Räuber. Ich dachte, ich war eh Spider-Man. Auf dem Weg. Spider-Man. Ich muss auf deine Dings gleich draufklettern, auf deine meine Schulter. Okay, gleich nur noch 8 Minuten Zeit. Meine Brille, klar, mach keinen Quatsch jetzt. Soll ich die Brille nehmen? Ich nehme die Brille. Jungs, die Zeit. Ich weiß, ihr freut euch. Auf sie umgepackt. Dann geht er nicht. Umgepackt. Warte. Nee, also auf die Schulter. Aber komm, da kletter 7 Minuten noch! Kletter doch jetzt hoch! Oder drück zwischendurch den Buzzer zumindest. Der Buzzer ist... Die Zeit läuft dreimal so schnell ab. 6,5 noch. 6,5 Minuten noch. Kommt auf die Schulter? Kommt auf die Schulter? Kommst du auf die Schulter? 6 Minuten noch. Jungs, ihr habt gerade mal 2 von 8 Aufgaben. Gogo, Gazzetto, Beine! Komm, mach das nachher. Komm, wie war's schnell an der Buzzer. Buzzer drücken. Ihr müsst ja nicht hintereinander. Ihr müsst am Ende 5 Minuten, 10 Sekunden noch. Das kann ich nicht alleine. Nein, das kann ich auch nicht alleine. Das auch nicht. Wo ist der? Scheiße. So, Schneuzer ist dran. Hier. Super Aufgabe bestanden. Und dann machen wir schnell das. Ja. 4,5 Minuten. Ah, kacke. Okay. So. Nee, warte. Schnell, geh hoch. Warum kann ich das? Weil meine Schuhe rutschig sind. Ach so. Ah, das hat geklappt. Super, Aufgabe bestanden. Denkt an die Zeit. Und den Buzzer. 3,5 noch. Und? Mach nochmal.
Mach das synchron mal. Eins, zwei. Super. Gut, geschafft. Die Zeit, Leute. Einer sollte an den Buzzer gehen, aber vielleicht auch nicht. Geschafft. Okay, gut. Da bin ich jetzt mal nett. 2:20 noch. Zwei Aufgaben habt ihr noch, Auto und Wand. Sehr gut, Essen. Ja, bestanden. So. Und die letzte Aufgabe. Tempo. Der ist alle. Warum funktioniert der nicht? Weil wir ja nicht wollen, dass du den fährst, sondern vielleicht... Und da ist eine Sperre dran. Oh, ihr Ficker, ey. Geht ja nicht anders. Oh, die Zeit 1:30. Jungs. Oh. 1 Minute. Ja, ich mal. Anna, wieder an den Buzzer, komm. Okay, Joko, du hast noch 40 Sekunden Zeit. Noch 30. Ey, das schaffst du noch. Wird eine Punktlandung. Ah, fuck. Alter, 20 Sekunden noch. Joko, fährst du denn hin jetzt? Der muss einmal noch in die andere Richtung. Oh, gleich die letzten 10, Joko. 9. 50 Applaus. Aber darf ich einmal noch ganz kurz sagen, ich würde gerne noch mal die Räuberleiter sehen von euch beiden. Nein. Außerhalb des Spiels. Können wir dir gerne noch mal zeigen? Nein, das war so schön. Bitte noch einmal. Nein. Einmal die Räuberleiter. Mir tat das zwischendurch richtig leid, wie ich da irgendwie rumgeklettert bin. Wir zeigen es noch mal, weil das ist wirklich ein Bild für die Götter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe schon viel erlebt, aber das... Ja, Deutschlands dümmster Einbrecher. Aber das ist ja, naja, das Ding ist klar, hätte man daran wackeln können, bin ich natürlich nicht drauf gekommen, weil ich dachte, ihr wollt das wieder, naja, gut, wollt ihr auch. Wollten wir auch. This is my quest to find.